Hey guys, greetings from Germany. We are still in Germany right now. We can't go anywhere else. And a lot of you guys have actually been requesting that we speak more German in our videos, since we only ever speak German in our prank videos. So we decided to make this vlog of us, and by us, I mean... Hello. Verena. Hi. And I. So what's the couple name right now? Dorina. Yeah. Yes. Mm-hmm. Wasn't that like some kind of butter or something? Butter, chocolate. Yeah. Dorina speaking German only. It's going to be hard. Not really, because we're both fluent in German. But yeah, many of you guys actually wanted to see us or hear us speak German more often. So this video is an exclusive insight into our daily life as boring Germans in Germany. So Farina right now is having a pre-breakfast. What's that? It's a Südlack. Südlack. I ordered yesterday. Yeah, it's a Turkish milk rice. Mm-hmm. Starting now, we will only speak Deutsch. It's gonna be hard. Nur Deutsch. Okay. Es wird sehr schwer. In Ordnung. Ja. Ich werde immer sauer. Ich werde wütend, wenn ich Deutsch rede. Ja. Leberwurst. Leberwurst. Okay, also fangen wir jetzt an, ja? Ja. Es ist so irgendwie so cringe. Was bedeutet cringe? Cringe. Was bedeutet cringe auf Deutsch? Mm, ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken. Ich habe jetzt schon so eine englische Persönlichkeit. Mm. Und ich mag meine englische Persönlichkeit lieber. Ja. Weil auf Deutsch, keine Ahnung, ich habe so lange kein Deutsch mehr geredet mit Freunden und so. Ich weiß gar nicht mehr, was cool ist. Ja, stimmt. Wir sind so outdated. Ich weiß gar nicht mehr, wie redet man? Wir reden junge Leute, so Jugendsprache und so. Letzter Stand bei mir war Jugendwort des Jahres YOLO. Jugendwort des Jahres 2020 ist Lost. 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 Mhm. Lost ist kein deutsches Wort. Das sind auch meist keine deutschen Wörter, die du nennst, oder? Ja, stimmt. Lost for cringe. Ah, lost for cringe und wild. Oder wild. Ja. Coole Leute heutzutage sagen immer wild, ne? Oh, ist so wild. Das ist wild, ja. Habe ich auch schon mal gehört. Ja, war wild. Voll neu und für mich. Und cringe. Mittlerweile ein eigenes Wort in Deutschland. Haben wir wieder was dazugelernt, ne? Ja, Mensch. Gibt's ja gar nicht. Ja, so deutsche Sprache allgemein, deutsche Sprache, schwere Sprache, aber sind halt immer mehr, also heutzutage, wenn du so Jugendsprache anhörst, immer mehr Anglizismen und neue Wörter, die ich nicht verstehe, finde ich dann immer so uncool. So altmodisch. Mit meinem reinen Hochdeutsch. Wie so ein alter deutscher Dichter. Ja. Also ich spreche ja reinstes Hochdeutsch, deutsches Reinheitsgebot und Farina kommt aus, wo kommst du her? Schleswig-Holstein. Ja. Wo kommst du genau, her? Neumünster, Schleswig-Holstein. Ja gut, und die Stadt müssen wir jetzt nicht erwähnen, das ist nicht die schönste Stadt. Und noch Deutsch. Ja, ja. Ich spreche auch Hochdeutsch eigentlich, aber ich kann auch Norddeutsch sprechen. Ja, du benutzt aber immer Wörter, die ich nicht verstehe, ja. Und die es nirgendwo anders gibt. Feudeln. Feudeln zum Beispiel, ja. Wer kennt Feudeln? Ich hoffe noch irgendwer anders außer mir. Aber als ich dich kennengelernt habe, hast du extrem hessisch gesprochen. Hessisch? Ich konnte dich teilweise nicht verstehen. Nein. Doch. Das ist eine Lüge. Nein, es ist eine nicht. Lüge. Du hast dir das erst angewöhnt, Hochdeutsch zu sprechen. Ich spreche Hochdeutsch. Ja, wie hättest du das früher gesagt? Ich spreche Hochdeutsch. Ja. Ei! Ei, 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 ei! Klingst du, sprichst Deutsch. Das ist ein altdeutscher Mops. Ja. Natürlich redet er Altdeutsch. Sitz! Ja. Oh, hi. Wowie! Platz! Nein. Platz! Platz! Ja! Sie versucht ihr Bestes. Muss noch dran arbeiten, ne? Wir haben die letzten Tage auf Netflix so eine Hundeserie gesehen, Hundetrainingsserie. Und die benutzen in Amerika auch immer deutsche Befehle. Wahrscheinlich, weil die so deutlich sind. Fass! Nein! Fass! Nein! Nicht Fass! Sitz! Ja, nein. Ich werde sie zum Personenschutzhund trainieren. Gute Idee. Personenschutzmops. Platz! Ja. Ah! Nein! Okay, wir sind auf dem Weg ins Büro. Farina fährt Auto. Seit Farina hier einen Führerschein hat, darf ich kein Auto mehr fahren. Ja. Sondern ich fahre gut und gerne. Wir werden oft gefragt, ob wir auch deutsche Musik hören. Nicht wirklich, oder? Ein bisschen. Einzige deutsche Musik, die ich höre, ist Barré.
Angekommen. Zu lost. Ja. Willkommen zum wunderschönen Büro. Ja! Ich liebe unser Büro. So, I'll be switching back to English for the sponsor part of this video. Today's sponsor is no less than Rosetta Stone. I know that many of you guys want to learn Korean or German, so this might be interesting for you. As you can tell, I'm kinda excited because I actually bought the Rosetta Stone lifetime membership back in December as a kind of a Christmas gift to myself, and I've been using it ever since. I'm not much of a textbook person. So the way you learn using Rosetta Stone really works well for me, mainly because I can actually stick to it. And right now I'm mainly working on my French and Spanish skills, since I've learned both languages at school a little bit and I kind of want to refresh it. Right now I'm working on my French mainly. J'écris en français. Ce garçon est de France. C'est un animal. C'est un animal. Animal. C'est une personne. Ce sont des animaux. Ce sont des gens. Cet homme est du Brésil, il ne parle pas anglais. Oh non, that one's good. Elle está hablando español. Elle está hablando español. What? Elle está hablando español. So, that's basically what it looks like. And you know, learning like this is actually quite fun. And the best part is you actually remember the stuff. You know, it's not like working through textbooks and studying for text. Like, I've been there. I have been taking language courses. You know, you just study for those tests and afterwards you forget it all. And you know, what's that license worth when you can't even speak the language? If you also want to learn using Rosetta Stone, I have a special offer for you guys. If you use the link in my description, you'll get a great discount on all subscriptions. You can also get the lifetime subscription that I have for only $179 until March 31st, which gives you access for all the languages Rosetta Stone offers for life. Ich bin fertig mit Arbeit. Wie sieht's bei dir aus? Ich nicht. Nee? Nein. Dann werde ich mal Essen bestellen. Ja! Ja? Okay. Support local, unterstützt Restaurants in eurer Umgebung. So, ja, richtig. Es gibt einfach ein koreanisches Restaurant hier, was BTS heißt. Zufall? Ich glaube nicht. So, Essen ist da. Wir haben Koreanisch bestellt. Nicht bei BTS. So, we. Nee, Nein. Okay, Deutsch, genau. Mukbang! Wir haben Essen bestellt. Sieht richtig lecker aus. Essen ist da. Große Portion, hätte ich nicht erwartet. Hier haben wir einmal koreanisches frittiertes Hühnchen. Und hier ist eingelegtes Rinderfleisch. Bulgogi. Feuerfleisch. Und ein großer Topf mit riesen Mandus. Teigtaschen. Nein, nur Dampfnudeln. Dampfnudeln. Wow. Die sind echt groß. Okay. Guten Appetit. Guten. Yum. Mm, wollt ihr? Hier. Komm, ich geb euch ein bisschen. Boyfriend ASMR. Ah. Lecker, lecker. Leute haben uns tatsächlich schon öfter gefragt, ob wir mal Mukbangs machen. Mhm. Was ist Kimchi? Was ist Kimchi auf Deutsch? Eingelegter Kohl. Ein, ja, mhm. Eingelegter China-Kohl. Mhm. Wollt ihr Kimchi essen? Ah. Mmh, really spicy. Sehr scharf. Ah, Wang Mandu heißt Königsmandu. Sind ganz schön groß. Lecker. Mhm. Mhm. Ihr wollt noch was haben? Na gut, komm. Ein letztes. Dann geht's auch schon wieder nach Hause. Meine Mutter hat sich zum Glück um unsere Hunde gekümmert, während wir weg sind. Aber jetzt müssen wir so langsam mal los. Auf Deutsch sagt man ja so schön: Haben wir es bald! Ja, heute ist ja ein bisschen Kopfschmerzen. Liegt bestimmt am Vollmond. Ja, seht ihr den Vollmond? Da ist der Übeltäter. Also, wenn irgendwas scheiße ist, ist immer der Vollmond schuld.